Hey Leute, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute zeige ich euch nochmal den Kato Cartilage. Viele von euch haben hier Probleme. Ich hoffe, ich kann die Probleme jetzt hier beheben, weil ich habe gerade noch viel vor mit dem Glitch. Deswegen muss ich mich heute beeilen. Deswegen würde es mich trotzdem umso mehr freuen. Abonniert den Kanal, liked das Video. Vielen, vielen Dank für den Support. Also gehen wir jetzt erstmal kurz die Probleme durch. Erstens, viele von euch schreiben, ihr könnt euch nicht verglitschen, ihr landet im Job drin, Arena drin oder andere Lobby. Woran liegt das? Ich kann es euch jetzt nicht 100% bestätigen. Bei meiner ersten Aufnahme hat alles super funktioniert. Das ist jetzt meine zweite Aufnahme. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich alle Kommentare von euch durchgelesen. Viele schreiben zum Beispiel, einfach mal auf Touchpad gehen und dann auf Markierung, Serien, Modi und einfach mal hier alles anmachen. Ja? Macht es am besten mal. Und dann probiert es einfach noch einmal. Dann schreiben viele, die Lobby ist unwichtig. Ist es eigentlich auch, glaube ich. Ich bin in Einladungssitzung wie jede meiner Aufnahme. Also probiert das mal. Mein Zielmodus. Wenn wir auf Einstellungen gehen, Steuerung, ihr seht jetzt hier Unterstützungsziel. Und der Kollege, der bei mir drin ist, hat eigentlich das gleiche. Dann Xbox-Spieler. Xbox-Spieler, ihr habt auch das Problem. Angeblich funktioniert das nicht. Woran liegt das? Es gibt Gerüchte, es angeblich nicht für die Xbox funktioniert. Ich kann es hier nicht bestätigen. Wie gesagt, das müsst ihr bitte testen. Viele schreiben, man braucht 3 Spieler. Das heißt, einer macht einen Glitch, einer ist den Alice Kami, der zweite, oder der dritte meine ich, der ist in einem anderen Zielmodus drin als du und da müsst ihr den nachjoinen. Wie gesagt, müsst ihr bitte mal testen. Wenn ich was finde, ein Xbox-Video, würde ich es natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Also schaut da bitte öfter vorbei. Also wir reden seit 2 Minuten jetzt. Lass uns mal mit Glitch anfangen. Gut. Also ich bin hier, der einen Glitch durchführt. Und mein Kollege, der ist jetzt hier drin. Ja, einfach hier drin und macht gar nichts. Hier sind so Haufen Ticketschalter. Einfach hingehen. Guckt auf jeden Fall, ob ihr Geld habt. Natürlich fällt das nach rechts. Jetzt drückt ihr Home-Baden-Paste-Taste. Geht auf Freunde. Freunde suchen. Wie gesagt, ich mache das mit dem Bot. Es gibt verschiedene Namen auf die PlayStation, so wie auf die Xbox, glaube ich. Einfach mal gucken, ja. Zum Beispiel 7, das ist für die PS4. Der ist online. Guckt einfach mal, auch wirklich GTA spielt. Ab und zu ist er online, aber spielt nichts. Geht drauf. Das bestätigen natürlich. Unten rechts kommen die Mitteilungen. Ihr wartet, bis das hier kommt. Und jetzt ist es wichtig, ihr müsst dreimal so schnell wie möglich X klicken. Also ganz Zeit X, X, X. Es kommt hier 3 Mitteilungen und die müsst ihr alle 3 bestätigen. Ich mache das mal kurz. Ihr wartet, dann kommt das hier, wartet ein paar Sekunden, ihr hört den Hintergrund, zack, 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 und dann drückt ihr natürlich wieder X. Okay, hat bei mir jetzt nicht funktioniert, oder doch, hat nicht funktioniert, ihr seht, hat bei mir jetzt auch nicht funktioniert, also neuer Versuch. So, wir probieren es einfach nochmal, wie gesagt, das ist auch so mein dritter Versuch, wir gehen nochmal auf sein Profil, beitreten. Und jetzt, wie gesagt, X einfach mal durchklicken, bis die letzte Mitteilung kommt, aufhören. Also X, 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 aufhören. Wartet, es geht wieder rein. Und voilà, es hat endlich funktioniert, ja. Ihr seht, beim dritten Versuch hat es bei mir jetzt auch funktioniert. Es ist, klar, es ist nervig, wenn es bei euch nicht funktioniert, aber es funktioniert, Leute. Das gleiche Spiel jetzt wieder. Ich tue mal oben rechts die Aufnahme machen für euch jetzt mal. So, kurz mal die Aufnahme starten. Der Kollege drückt jetzt einfach Touchpad. Alice Kami. Und ladet euch einfach ein. Ihr schiebt das Handy hoch. So ist er. Zack. Einfach annehmen. Dann seid ihr beim Kumpel angekommen. Drückt das Handy nach oben, holt das Auto mit Haufen Tuning-Teile dran. Und
Und jetzt sucht ihr das Auto. Der Kollege natürlich braucht auch sein eigenes Auto, sonst können wir den Sprintrennen nicht starten. Hier ist mein Auto, perfekt. Der Kollege drückt jetzt einfach Touchpad. Er lässt Kami, Sprint. So, wir öffnen das Handy und einfach annehmen. Unten rechts laufende Zeit einfach ablaufen lassen. So, das Rennen geht los. Der Freund bleibt einfach AFK nebenbei und fährt rum. Wir fahren jetzt ganz einfach zur Tuning-Werkstatt. Drückt jetzt Touchpad, geht nach unten, CEO, gründen, Touchpad, CEO und CEO Fahrzeug und holt euch jetzt den Kampfhelikopter. Fahrt jetzt einfach rein. Drückt einmal Kreis und jetzt Dreieck halten. Ich habe einen schwarzen Bildschirm, geht auf Freunde, Freunde suchen und sucht jetzt wieder den Bot raus, solcher Freund zum Beispiel. Wieder beitreten. X, Kreis und X. So, perfekt. Jetzt sind wir schon Großteil fast fertig wieder. Geht raus, geht zum Helikopter. Schnappt euch den Helikopter jetzt einfach. Und jetzt einfach mal kurz wegfliegen. Und zwar, wir spawnen hier gleich wieder. Zack, das muss bei euch kommen, kommt das bei euch nicht, fliegt etwas weiter weg, wenn es immer nicht funktioniert, dann einfach Dreieck halten. Und jetzt kommt das eklige Teil, ihr braucht eine Yacht. Seid ihr bei der Yacht jetzt angekommen, einfach das Handy öffnen. Geht auf Kapitän. Oh, ich habe fast was vergessen, Leute. Drückt bitte noch Touchpad. Also Touchpad, geht auf Fahrzeuge und das persönliche Fahrzeug aufräumen. Habe ich fast vergessen. Also jetzt nochmal den Kapitän anrufen. Persönliches Fahrzeug anfordern. Und zwar haben viel geschrieben, kann man auch Basisfahrzeuge merchen. Natürlich könnt ihr das, weil hier sind ja Basisfahrzeuge und somit könnt ihr auch Basisfahrzeuge merchen. Ich will ein bestimmtes Auto. Hier habe ich gelesen von euch, wenn man das Auto nimmt, stürzt das Spiel ab. Ich will es mal testen jetzt auch, dass mein Spiel abstürzt. Und zwar das Auto hier, das ist ein Supersportwagen. Einfach X. So, gucken, wo das Auto spawnt. Hier ist es gespawnt und jetzt einfach Dreieck halten. Und voilà, hier ist es, Leute. Der neue Sportwagen, richtig nice. Jetzt ist es wichtig, ihr müsst das Fahrzeug natürlich richtig abspeichern. Ihr könnt das Rennen fertig fahren oder ihr macht es euch ganz, ganz einfach. Der Kollege geht natürlich kurz raus. Ich muss mal kurz die Aufnahme hier speichern. So. So, er geht einfach raus und somit kann ich ein ganz normales Auto beim Tuning-Werkstatt speichern. So, seid jetzt hier angekommen, wie gesagt, einfach reinfahren. Macht ihr das nicht, wie gesagt, ist das Auto wieder Standard. So Leute, wie gesagt, der Glitch funktioniert immer noch wundervoll, also habt ihr Probleme immer noch, bitte schreibt es jetzt wieder in die Kommentare. Ich helfe euch so schnell wie möglich, hilft euch gegenseitig, der Glitch ist nicht gepatcht, funktioniert immer noch. Denkt dran, ihr braucht vielleicht ab und zu mal 3-4 Versuche länger, aber er funktioniert. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, haut rein, bis dann, ciao.